Meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, ich bin nicht in der gewohnten Umgebung. Entweder nicht in meiner Küche oder nicht in meinem Zimmer. Markus, guck mal, da hinten ist der Markus. Er ist fleißig das Tor am Schleppen. Hi. Da ist er. Leider, heute hat er leider gerade ist schlecht bei ihm, deswegen mache ich sie für euch alleine. Die Challenge, die Sing-Challenge. Das heißt, ich muss nachsingen von halt ganz berühmten Sängern so, muss ich halt die Lieder nachsingen. Und also eine gute Freundin von mir hat die Lieder mir ausgesucht und ja, ich muss sie jetzt nachsingen. Und als er Markus trainiert schon für die WM, also er ist fleißig. Also eine Freundin von mir hat mir ein paar Lieder ausgesucht, wie gesagt. Und ich fange jetzt an mit, erstmal darf man ein Lieblingslied benutzen halt, also von sich selbst. Also Leute, eigentlich würde ich ja mein Lieblingslied wählen, aber es geht nicht. Ich kann bei Liedern halt, da sind halt ein paar Schimpfwörter drin und für euch muss ich dann Pieps reinblenden, aber das geht leider nicht, weil bei Liedern, keine Ahnung, zählt das nicht. Deswegen muss ich euch ein Lied da, wo fast gar keine drin sind, deswegen. Also, Leute, sorry, aber muss sein. Ich kann leider nichts gegen die Regeln machen. So, hier ist es. Gut, leider, up to date. Ich fange jetzt an. Also, Leute, aber der Sänger ist noch da. Ich kann nicht so gut singen, deswegen Sänger ist noch da. Gut, hört ihr mich? Also, man muss das erstmal laut stellen. Ups. So schnell war ich noch nicht. Gut, 1, 2, 3 und los. Mein Lieblingslied. Mein Jesu, du bist ja so ein Lucky der Boss. Rheinische Straßen bis tief in der Nacht. Kokaina, Kokaina. Aus Peru, Ola, Costa Rica. Lilane Scheine in Steueroasen, gebunkert wie Rennerklaus. Dreieck, Nation, Akinak, Nationalschuldo, Conny Sosa, Donny Sosa. Mach doch, was ihr wollt, ich bleib sowieso da. Fick auf deinen Trainingsplan, schon gesund, ich bin so in Form. Der Dreistellenkopf, du machst den Rettel Prio, scheiß auf den Linde Clio. Das ist sich lohnen. 68er schwarzer Shelly, deutsche mein Tool von Machiavelli. Alles auf Ready. Ich hab's gesagt, das war okay, Jemmy. Ich bin ja nicht hinter dir schon. Mein Aufstieg können sich mit erleben, 3 Goldketten haben. Leute, also das habe ich auf jeden Fall richtig scheiße gemacht. Ich, normal, keine Ahnung, ich kann irgendwie besser singen, wenn ich für mich alleine bin. Aber, ja, keine Ahnung, ich hab's halt schlecht gemacht, ist meine Schuld. Und dann machen wir mal mit dem anderen Lied weiter. Das ist Markus' Lieblingslied, glaube ich. Das ist auch von meiner Freundin das Lied. Also das ist das. Wie? Cool. Leute, ich habe keine Ahnung, wie es geschrieben wird, aber ich glaube, das ist es. Genau, das ist es. Das ist von Charlie Puth, One Call Away. Markus! Die Sophia, die hat mir dein geliebtes Call Away geschickt. Jetzt auf 2 Runden. Krass. Wow, Markus war richtig krass. Richtig fleißig. Ja, gut. Ausdauer. Ja, ja, Ausdauer. Come on.
So Leute, also ich zeige euch immer nur Ausschnitte, weil mein Video darf nicht länger als 15 Minuten gehen. Und jetzt sind wir schon bei 5:40, deswegen muss ich überlegen. So, was hatten die für ein zweites Lied gesagt? Ach du große Güte. Oh, stimmt. Das zweite Lied, oh je. Das wird richtig schwer für mich. Ich kann das gar nicht singen. Oh Leute, ich hasse Autokorrektur. Weil halt meine geliebten Titel sind halt nicht so, wie die sind. So, gut. Immer sind keine Texte da. Text. Weil ich kann leider nicht alles auswendig. Leider ist es eben so. Ja. Genau, irgendwie in letzter Zeit mache ich das auch immer. Es macht mir irgendwie Angst. Aus so einem Cartoon mache ich das immer. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Gut, dann fange ich mal an. Das Lied ist Gucci Gang. Wer kennt Gucci Gang, schreibt es mir in die Kommentare. Ich mag es sehr gerne. Gott, Leute, ich habe Angst. Gucci Gang, 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 meine Freundin hat mir Lieder geschickt. Also, dann Leute, zur Unterhaltung hüpfen wir noch ein bisschen. Oh, ich komme mit euch. So. Ich glaube, ich werde euch ein paar akrobatische Künste von mir zeigen. Ich habe Angst, dass die Kamera umfällt und dass die am Arsch ist. Wenn ich hüpfe, so sicher ist, das ist gut. Gut, dann fangen wir erstmal mit dem einfachsten ever an. Das ist halt einfach das Salto. Das kann jeder, ist einfach. Das ist halt very einfach. Das kann ich euch halt nur ans Herz legen. Jetzt probieren wir mal den Handstand aus. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den noch kann. Oh fuck. Kann ich nicht mehr, scheiße. Ich bin richtig schlecht geworden. Die Brücke. So sieht eine Brücke aus. So sieht eine deutsche Brücke aus. Arme immer so halten. Geil, Leute, eben für Gucci gehen hier so eine Ente. Nice. Wahrscheinlich die Gucci Gang Ente. Das ist halt die Brücke, ganz normal, kennt schon jeder und ja, halt ganz gechillt, normal. Was kann ich euch noch? Ah, okay, dann noch was ganz Einfaches, was ist auch sehr einfach. Hopp, hopp. Und jetzt springe ich noch mit euch. Ihr wisst, was das bedeutet. Kamera runter und hüpfen. Irgendwie geht sie nicht kaputt. Aber wenn ihr umgedreht seid, dann seht ihr unseren schönen Trampolinboden. Kommt, intakt. Und das sei
Er macht ja richtige Saldos hier. Na mal gut. Gut. Ah, komm da hoch. So. Und. Ey, ich kann auch keiner mehr sein. Dann. Hüpfen. Hüpfen. Spagat. Okay, es war kein Spagat. Ja. Gut. Danke, dass ihr vorbeigeguckt habt. Lasst dem Video einen Daumen nach oben und tschüss, Leute.